Ja, willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Heute Fidelity gegen die Welt. Fidelity Elite C mit 25 Megahertz aus gegen erlesene Gegner aus dem Internet. Welche alle keinen Bock hatten, mit Schwarz zu spielen. Was das einer zum Schluss hat, doch mal den Mut gehabt, mit Schwarz zu spielen. Alle anderen haben sofort abgebrochen, als sie gemerkt haben, sie haben kein Weiß. Was ist denn los hier? Sie möchten doch das Weiß-Repertoire trainieren. Sie spielen wahrscheinlich bei Spezialturnieren, wo sie in allen Partien nur Weiß haben, während es hier weitergeht. Ja, eine russische Verteidigung mit Läufer C4 und Springer E4 auf dem Brett gewesen. Dame D8, Dame F6. Der Springer hat ja. Ja, jetzt in diesem Moment hängt der Springer auf F5. Es muss also reagiert werden. Der Gegner denkt und rechnet und macht und tut noch etwas. Springer G3. Die Damen waren getauscht. Der erste Doppelbauer. Hier wird die weiße Stellung doch schnell in einem Doppelbauern-Fiasko ausarten. Läufer F4. Mit einem Hustenklümpchen im Mund wahrscheinlich nicht stark genug. Wahrscheinlich müsste es immer die Atemwege wegbrennen, damit es stark genug ist. Ja, D4 schlägt Läufer A3, wie man merkt schon hier. Alles in Trümmern. Quasi drei Doppelbauern, ein Isolani, also ein Einzelbauer. Haben sich gebildet. Vielleicht hätte man hier auch A5 spielen können. Mit der Idee, diesen A5 zu verhindern, dass der Doppelbauer aufgelöst wird. Aber die Gier nach dem Bauern war zu stark. Und jetzt wird ein bisschen hin und her gezogen. Er hat die erst befürchtet, das könnte eine knappe Geschichte werden hier, diese Partie. H4. Greift diesen Springer erstmal an. Der Turm kann die Grundreihe natürlich nicht verlassen mit dem Turm E1. Aber hier so ganz so klar ist diese Partie gar nicht. Läufer E6. Ja, Turm A5. Und greift diesen A-Bauern an. König B7. Turmschach. Hier sah das Ganze doch recht offen aus hier. Aber ich meine, der Gegner verhaspelt sich ein bisschen hier. Hier kommt Turm B8, bietet den zum Tausch an, Turm C1. Läufer D7. Natürlich muss der Turm erstmal gezogen werden. Und dann C6. Ich glaube, hier hat sich die schwarze Stellung, weiß nicht, ob die jemals gefährdet war, auf jeden Fall noch mehr konsolidiert. Weiß halt eigentlich wenig, nur noch außer seine Einzelbauern. Auch eine Kunst, vier Einzelbauern zu bekommen. Turm H4, Springer G4. Und hier wird erstmal zum Angriff angesetzt. Springer E5 und F4 matt. Er hat quasi in Selbstmatt hineingezogen und hier mit der französischen Verteidigung der Elite 10, der Abtauschvariante. Läufer D3, Springer C6. Deckt diesen Bauern. Springer E2. Habe ich auch mal gespielt. Der Sinn der Sache ist es, nach Läufer G4, F3 zu ziehen. Also die Festung des Springers nicht zuzulassen. Ich habe das, wenn ich sage, ich habe das auch mal gespielt, dann heißt das natürlich in Turnierpartien gespielt. Oder Mannschaftskämpfen oder sowas. Springer G3 entwickelt sich weiter. Turm E8, Springer D2. Figuren, die schlecht stehen, werden besser postiert. Läufer F4, ich weiß jetzt nicht so ganz so groß den Sinn dieses Zuges. Wenn es Läufer G3 schlägt. Eine ganz merkwürdige Sache hier. Läufer E6, Springer E5 greift die Dame an. Nie zieht nach G5 beiseite. Springer C6 will dem Gegner, also dem Fidelity, einen Doppelbauern zufügen, der aber nicht so schwach ist, würde ich mal sagen. Dame A4 greift den Bauern an, stellt aber einfach den Läufer ein. Der war wohl flüssig auf dem Brett. Nächste Partie. E6, Springer C3 und Läufer B4. Nimmt zu indisch mit Läufer C3 und C5. Habe ich auch so gespielt. Mit diesem C5. C5 schlägt Dame A5. Läufer G5, Dame A5. Drunter natürlich Läufer schlägt C3, also Läufer F6, Fragezeichen. Dame C3, Dame A1 schlägt Schach. Würde einfach den Turm einstellen. Während wir noch etwas warten müssen hier. Der Gegner ist sich wohl nicht sicher, was er hier ziehen kann. Der Bauer ist ja schwach. Na, Dame D2, Springer E4. Ist schwierig, schon was zu finden. Dame C2, D4 schlägt. Turm C1, D4 schlägt. Ich glaube, hier ist schon die Partie beinahe schon gelaufen. Dame D4, Dame A3. Der Turm auf C1 hängt erstmal mit Schach. Also Dame F6, Dame 1 schlägt matt sogar. Ach, hier habe ich vergessen, den Zug auszuführen. Das ist auch sehr geschickt gewesen von mir. Meine Güte, ich bin so geschickt. Später merke ich erstmal, dass ich per Doppelklick die Figuren aktivieren kann. Ich bemerke, dass er durch Zufall Springer C6 die Dame mit angegriffen muss, beiseite ziehen. Ist immer ganz nett, wenn man seine Figur mit Gardés entwickeln kann. Nun, ja, hier habe ich gemerkt, ich kann das doch machen, dieses Korrigieren, und korrigiere dann ein wenig hölzern die Figuren wieder.
Also es geht doch. Es gibt auch Emulatoren, die haben das nicht, diese Figuren da stehen. Das ist halt immer hässlich, wenn man die Figur nicht korrigieren kann. Wenn man doch mal solche Versehen macht hier. Ja, Turm G8 geschehen, greift G2 an, Springer G3, Springer D3, tauscht sich doch weg gegen den Läufer. Läufer D7, Rochade. Das wird hinterher doch sehr gefährlich. Jetzt macht er quasi, das ist eigentlich auch nicht sehr, sehr Gute, was er macht. In die Linie reinrochieren. Dame D4. Turm G4 greift erstmal die Dame an. F4 zieht den Bauern dazwischen. Dame C5, vielleicht hätte er auch eher die Damen tauschen sollen. Aber ich weiß nicht, wie weit das noch zu kitten ist. Da müsste man schon passiv spielen mit Turm D2, F2. Diesen G-Bauern gegen H5, H4 schützen. Dame D2 möchte nicht die Damen tauschen. Turm G8 besetzt schon mal die Linie mit den Doppeltürmen. Ich glaube, das sieht nicht nur gefährlich aus, das ist auch gefährlich. H5 kann nicht geschlagen werden wegen Turm G2 Schlägschach. Man, theoretisch ginge es, wenn man ja zwei Türme dafür bekommt. Aber der Sinn ist es, glaube ich, dann doch eher hier Läufer C6 noch dazu zu ziehen. Und doch Springer H5 schlägt, hat wohl nichts gefunden dagegen. Was hätte man da auch schon machen sollen? Der Turm schlägt G2, Turm schlägt, Dame schlägt, Läufer schlägt. Und gegen eine Elite ist die Sache natürlich jetzt total verloren. Das heißt, man hat überhaupt keine Kompensation dafür. Und vermutlich auch gegen jeden anderen Spieler. Dame E2 Schach, jetzt ist das Springer auch noch hier verflüssigt. Kann auch wegdampfen. Nachdem der Gegner zu viele Figuren hat verdampfen lassen, ist nun hier, ja, der Elite, man kann es gar nicht glauben, er hat Weiß. Es ist unfassbar. Während hier erst nicht geschlagen wird, dann doch geschlagen wird. Und dann hier, sollte wohl so eine Art Steinitz-Verteidigung werden. Dame D4 schlägt, E5. Klar, E5 schlägt, gibt schon wieder diesen hässlichen Doppelbauern, oder diesen Einzeldoppelbauern sogar. Was auch nicht so wahnsinnig gut ist. Springer F6 zurück, Läufer F4. Nimmt schon mal den Bauern aufs Korn von D6. Hier vertut sich da Lipo wieder geschmeidig hier und irgendwann hat das dann doch wieder korrigiert. D5. Ja, Springer E5. Der Schwarze kommt nicht zur Ruhe. Läufer B7. Deckt sich diesen Bauern, Springer D2. Und hier wird auch gleich wieder ein grober Bock folgen, der die Figur einstellt. Dieses Mal den Springer. Nach Rocket Beans Manier wird erstmal der Springer verflüssigt gleich. Die sollten wohl besser bei Rocket Beans, die sollten wohl eher so Taktiktraining machen. Das gibt ja online-mäßig. Gibt das da so Taktiktraining-Seiten? Da kennt sich der Gustav so bestimmt aus, wo sowas zu finden ist. Und dann einfach Stellungen taktikmäßig ein- und Zweizüger durchgehen. Die stellen mir doch ein bisschen viel Holz ein auf dem Brett und zwar primitivst und einzügig. Statt Eröffnungstraining zu machen, sollten die mal lieber Taktiktraining machen. Was bringt an die Eröffnung, wenn man auf dem Brett nicht sieht? Und mit diesen warmen Worten verabschiede ich mich. Man sieht hier Springer, die 7 war flüssig und aufgegeben. Tschüss, bis zum nächsten Mal und vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.